Ja, Glück auf, liebe Leute. Und die Yoshi-Braut hatte schon befürchtet, dass ich heute allein bin. Aber in letzter Minute kam ein Blackbird geflogen und hat sich neben mich zum Kommentieren mit ihm gesetzt. Beim Duell Pietro gegen Bruno. Glück auf, Blackbird. Schön, dass du da bist. Ja, schönen Abend. Ganz spontan. Ganz, ganz spontan. Also, ich hatte schon die Befürchtung, dass ich heute zwei Matches allein kommentieren muss, aber da kam er spontan mit rein. Das freut mich auf jeden Fall sehr. Ja, dann sind wir mal gespannt, was uns heute erwarten wird. Das dürfen wir auch sein. Mein Gedächtnis nach war Pietro auch nicht so, ja, mit der Leistung dabei beim Turnier. Weil er, glaube ich, auch erst sehr kurzfristig eingesprungen ist, um hier die Gruppen voll zu machen. Und da könnte Bruno das auf jeden Fall spannend machen, wenn er heute gute Leistung zeigt. Die Player machen sich bereit. Beide sind schon am Starting Screen. Das heißt, es wird jede Sekunde losgehen. Ja, und heute der Bruno ein bisschen im Vorteil, denn er hatte gestern schon ein Match, sich ist damit aufgewärmt, denn ich glaube, er meinte was, dass er seit seinem Match davor erst einmal gespielt hat und dann direkt das Turnier. Heute sozusagen wieder etwas wärmer im Heck. Und ja, vielleicht gibt ihm das den Schwung, den er braucht, hier den Pietro zu schlagen. Und wir starten rein. Dass die Bombe den Spiny gerauscht hat bei Bruno. Sah sehr komisch aus. Ich wollte gerade sagen, da kommen beide ziemlich gut durch, Beide aber beide sterben. zur gleichen Zeit im Tod. Und der Pietro auch nochmal und der Bruno auch nochmal. Ja, das erste Level. Das ist wirklich auch bei vielen ein Problem. Jetzt kriegen wir den Sync bei Bruno rein. Und der stirbt hier nochmal. Ja, auch eine sehr interessante Strat von Pietro habe ich vorher auch noch nicht gesehen, dass man da dann, wenn man die obere Bombe nimmt, dann direkt runterlaufen kann von der Röhre. Während Bruno die normale Strat macht. Pietro hier mit sehr engen Sprüngen und muss dann am Sprung, wo er viel Platz hat, scheitern. Ja, beide noch im gleichen Level, aber Pietro verlässt es jetzt, während Bruno nochmal reinstarten muss. Ja, Take 5 für Pietro. Auch ein sehr gehasstes Level mit vielen Toten im Turnier. Und da sehen wir den ersten des Runs. Und den zweiten an der One-Tie-Gap. Ja, da darf man sich ruhig etwas Zeit lassen und korrigieren, denn sonst kann auch ein Bruno noch vorbeiziehen. Der sich hier Es ist auf die jeden Fall Zeit schön, nimmt. dass es so eng beieinander ist. Ich meine, wir sind jetzt erst im zweiten Level, aber beide sterben hier relativ häufig. Es ist wahrscheinlich die Aufregung. Ja, Bruno gestern auch mit großen Schwierigkeiten im Take 5, macht es aber hier im Moment besser. Konnte halt durch Pietros Struggle hier ordentlich Zeit gut machen.
Was mit Vitros Timer allerdings los ist, das wissen wir nicht. Deswegen schaut einfach auf Brunos Timer, da seht ihr die wahre Zeit. Und er beendet jetzt auch Tag 5. Und Bruno schon im Secret Exit. Ja, ihr gerade abschließt. Ihr wisst, was das heißt. Hier ist Jump-Gefahr. Bekommen wir Jumps zu sehen? Wir werden es bald wissen. Und nein. Einmal kein Jump. Oh, ärgerlich für Bruno. Zweimal jetzt bisschen Pech mit den Bullet Bills gehabt. Aber beim dritten Mal klappt es. Ja, auch der Bruno jetzt im Palace. Ja, der kann, wenn er nicht stirbt, Zeit aufholen, weil Pietro gerade wieder gestorben ist. Aber auch Bruno schon mit einem Tod im Buttermilk Palace. Und wieder, wie gestern auch, kommt er zwischen Shell und Naked. Ja, das ist auch ein schweres Timing. Das kenne ich auch noch. Ja, er darf sich halt nicht umdrehen nach links. Das ist leider eine Gewöhnungssache. Das habe ich auch lange, lange Zeit gemacht, weil man aus Gewohnheit einmal meistens nach links lenkt, um zu korrigieren, aber man darf es an dieser Stelle einfach nicht tun. Zerstört ihr den Blue Block. Ja, während so Pietro jetzt schon auf dem Weg zum Boss ist. Pietro rollt schon die Knochen und stirbt an den Painsels. Und auch kein Jump bei Bruno. Und das sehen wir doch. Schön angenehm, dass auch Pietro jetzt wieder die richtige Zeit drin hat. Ja, und er ist wieder gestorben. Das heißt, Bruno kann hier ordentlich Zeit gut machen. Ja, aber jetzt Pietro endlich bei den Resnars. Und die natürlich One-Shot, aber Bruno hat hier, ja, Field of Dreams ziemlich gut abgeschlossen. Hatte nicht so viele Probleme wie Pietro. Und wenn er jetzt das Castle noch ordentlich durchmacht, hat er Pietro einiges voraus, aber der Zeitabstand bleibt natürlich erstmal. Ja, vor allem, man darf es auch nicht vergessen, nach Welt 1, nach dem Boss, ist die Cutscene auch ziemlich lang. So, Bruno, nimm dir heute die Zeit. Er nimmt sich nicht die Zeit, aber er schafft es auch richtig gut durch. Während Pietro hier die P-Street-Thread versucht, in Batcaves, nach dem Checkpoint, dem er runterläuft. Diese Knochen. Ja, und das heißt, Bruno hat jetzt schon wieder gut aufgeholt. Aber muss natürlich auch erstmal im Batcave seine Leistung zeigen. Circa eine Minute Abstand waren es eben. Wenn er jetzt gut durchkommt, kann er auf jeden Fall verkürzen. Saubere erste Hälfte. Ja. Tod kostet nach dem Checkpoint. Ja, wunderbar. Der ist solche Tote wollen wir sehen.
spielt auch diese Fledermäuse schön sauber. Uhuhu. Nicht zurück in den Mannschaft. Ey, ein Wahnsinns-Level, ein Wahnsinns-Batcave von Bruno. Ja, aber auch Pedro schafft die Stelle jetzt hier wunderbar, gerade am Anfang mit der Shell. Hat Glück mit dem Scroll und kann richtig von der Shell abspringen. Ich hoffe, Bruno schafft das jetzt auch. Ja, wunderschön. Ja, wunderbar. Und kickt auch die Shell heute ein bisschen früher nach dem Checkpoint. Oh, Pedro stirbt im Rex-Level. Das ist jetzt die Chance, hat Bruno auf jeden Fall wieder ordentlich Zeit gut gemacht. Bruno nickt hier, er weiß, das war wirklich ein gutes Toot-Limit. Und jetzt sind sie auf einmal wieder gleich auf. Es dauert noch kurz, aber der nächste Tod von Pedro, egal wie günstig er ist, lässt den Bruno wieder rankommen. Und lässt den Bruno vorbeiziehen. Genau. Der nämlich auch den Checkpoint ohne Probleme nimmt. Oh, knappe Kiste, dass Pedro gerade noch an dem Zementblock vorbeigekommen ist. Was ist denn mit Bruno los? What the fuck, der zieht hier richtig einen auf. Aber genau sowas wollen wir ja sehen. Genau. Aber es ist halt nicht mehr der Bruno mit den Problemen von gestern. Zumindest bis zu dieser Stelle nicht. Ja, der Shelljump, den kann man schon mal versemmeln. Ja, ist auch ein sehr günstiger Tod noch. Zwei davon machen es natürlich schon wieder ungünstig. Aber auch jetzt rein. Ja, und auch der Vapor Palace, in dem sich Pedro befindet, hat schon oftmals zu Toten geführt. Also wirklich in jedem Level, was wir noch sehen, hat Bruno hier die Chance aufzuholen. Wenn er das sauber runterspielt. Bruno im Vapor Palace und jetzt die Frage, gönnen die uns heute noch einen Jump? Zumindest in dem Run? Wir hoffen es doch. Ah, der Pedro leider nicht. Bruno. Der Bruno kann zumindest in dieser Statistik davon ziehen. Aber der Kurs, den Bruno jetzt hat, wenn er den weiterfährt, dann verzichtet, sollte er lieber auf den Jump verzichten. Lieber das so geil machen. Und wir haben einen Jump. Wir haben eine ungerade Anzahl an Jumps, Leute. Wer darauf getippt hat, wusste ich auch. Der darf sich freuen. Und bekommt ein paar Kanalpunkte. Alle anderen nicht traurig sein, ihr habt im nächsten Run wieder die Chance auf Jumps zu tippen. Pedro ohne Probleme. Und Bruno wieder die Shell Jump Struggles. Aber jetzt hat er's. Es muss dann nur noch bis zum Checkpoint kommen. Und dann kann er die Stelle abhaken. Genau, jetzt erstmal lange Zeit kein Shell Jump. Sie treffen im Check Tower wieder aufeinander. Ja, der eine ist schon auf dem Weg nach unten, während der andere noch nach oben fährt. Ja, und der Pedro macht es hier auch wirklich gut und kommt ins Ziel. Ja, aber nicht mal ein Level-Unterschied. Thank you.
Und da kann Bruno wieder aufholen, denn ein Tod auf Pietros Seite im Skytree. Und es bleibt leider nicht bei dem einen. Es geht weiter. Ja, und jetzt sehen wir das gleiche Szenario wie vorhin bei den Rexes. Nee, nicht das gleiche. Jetzt nicht, sehen wir das nicht erste mehr Mal das Bruno vorne. Ja, und aber Pietro ist jetzt wieder zurück. Ah, jetzt hat Bruno diese Probleme mit dem Naked. Aber auch er hat jetzt den Checkpoint. Auf jeden Fall sehr viel schneller als Pietro den Checkpoint geholt. Nein! Oh. Das ist sehr ärgerlich. Da springt er zu früh von der Wein ab. Ja, während Pietro jetzt den Hot Potato ist. Und er wirft die Bombe ziemlich schnell und schafft es. Aber springt hier zu kurz. Ja, die Beans. Die nehmen einen jeden Pixel übel. Oder immer die zu frühe Eingabe der Richtung. Ah, das war ein... Ja, der Tod sah lustig aus. Aber zum Glück noch sehr früh im Level. Oh, etwas Probleme hier bei Bruno mit der Bombe. Ja, hab gut gerettet. Und kommt auch super zum Check. Man kann sie auch einfach mal nach links werfen. Kein Problem. Ja, ein kleiner Meme-Run von Bruno. Aber das ist doch das Entertainment, was wir sehen wollen. Oh, sehr knapper Sprung bei Pietro an dem Muncher. Aber sehr viel weniger Probleme in Elusive Numbers als viele andere Runner. Ja, jetzt gut ein Level Unterschied zwischen den beiden. Aber hier ist ja noch längst nicht alles entschieden. Ja, und in der Wüste haben wir auch schon so viele Tode gesehen. Wie uns Pietro hier zeigt, das Timing mit Yoshi-Zunge im Mid-Air ist schon blöd und ja, dasselbe Stelle wieder ein Problem. Herr Bruno kann es leider nicht nutzen, weil er selber stirbt. Das wäre jetzt die Chance, um wieder ranzukommen. Ach. Und bei Pietro ist gerade irgendwie der Wurm drin. Ja, Bruno hat es zum Midway geschafft. Und kann jetzt richtig Zeit gut machen. Oh, jetzt wird die Rohr ein bisschen unruhiger. Wahnsinns zweite Hälfte von Bruno. Aber Pietro hat es jetzt endlich an der Stelle vorbeigeschafft. Und wir hoffen doch, dass er es auch zum Midway rettet. Dass er diese Stelle für den Run hinter sich lassen kann. Ja, das hat er gemacht. Ja, befreit sich aus dem Deathloop. Jetzt müssen wir, sind wir gespannt, wie Bruno an dieser Stelle vorbeikommt. Ob er jede Menge Zeit aufholen kann oder nicht. Ja, aufholen kann er nichts. Er kann nur weniger verlieren. Aber wie wir sehen, verliert er hier trotzdem Zeit. Ja, und kommt viel besser dadurch.
Aber es sind noch ein paar Jumps bis zum Checkpoint, den er sich jetzt holt. Wunderbar. Und wir sind bei Pietro Locks on the Rocks. Auch ohne Probleme bis zum Checkpoint gekommen. Ich weiß gar nicht, war das Pietro? Ja, das war Pietro, der hier wieder Grüße an Legendary rausschickt mit dem Jump über den Switch. Jetzt wird der Abstand leider ein bisschen größer, aber ich weiß von Pietro, jetzt kommen seine Level, wo man auch, wo er auch häufiger mal stirbt. Das letzte Level und die Star Road. Aber es sieht bis zu der Stelle richtig gut aus. Die erste Hälfte von Yoshi's leer und springt hinter den Bullet Bill. Aber er hat halt noch ein Level Vorsprung vor dem Bruno. Jetzt nicht mehr. Denn Bruno holt sich den Midway. Noch ein halbes. Ja, erleben wir das gleiche wie in den ersten beiden Welten. Das wäre super. Dass wir nochmal ein Overtake sehen. Aber Pietro schafft es jetzt zum Checkpoint. Aber auch Bruno klärt das Level. Also ein halbes Level. Und es sind ja noch etliche Level. Ja, und mindestens gefühlt war der Bruno in den letzten Leveln besser als in den ersten Leveln. Zumindest gestern. Deshalb können wir doch hoffen, dass er hier wirklich gute Leistung zeigt. Und er holt auf jeden Fall auf. Oder es bleibt beim halben Level Abstand. Genau, denn er bringt hier nicht so viele Tote in die erste Hälfte. Ich hab's gar nicht gesehen, ob er überhaupt einen gemacht hat. Ich glaube, er hat keinen. Ist nicht gestorben. In den letzten beiden Leveln. Ja, dafür der Pietro in die Special World. Jetzt in Space Wars mit dem ersten Tod. Ja, das ist ein ärgerlicher Tod. Das muss Bruno aufgeben. Das kann er nicht mehr retten. Ja, du hast ja schon angedeutet, dass der Pietro in der Special World so ein paar Problemchen hat. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, ob Bruno das nutzen kann. Oh, wir sehen auch die Speed Strat. Der Stein wurde getriggert. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Oh, aber und dennoch. Wieder ein teurer Tod, ey. Im Auto-Scroller-Level. Ah, aber auch für Bruno. Er verpasst den Ball and Chain. Ah, ärgerlich, ey. Das wär's gewesen. Das wäre so ein guter Zeitgewinn gewesen. Jetzt wird's sehr eng für Bruno. Sehr, sehr eng. Ich bin mir unsicher, ob er das noch schaffen kann. Doch, sieht eigentlich noch ganz gut aus. Ja, ja, das gut. Ist wieder ein Levelunterschied. Ja, und er hat halt noch die lange Animation für die Star Road. Die ist jetzt drin und... Ja, so ein anderthalbes Level stand. Aber auch der Pietro hier mit dem ersten Problem. Aber er hat halt den Shell-Jump schon geschafft. Was war das für ein Tod? Den hat er unter die Plattform. Boah, schöner Save von Bruno. Na gut, nimm den Tod mit. Das ist egal.
Nein, der letzte Mannschaft. So, jetzt haben wir. Ich nenne es immer mal das letzte Level, was hier wirklich ausschlaggebend sein kann. Ja, denn der Sprung große, vorm Checkpoint. Große Zeitverluste haben wir eigentlich nur noch in dem Level gesehen. Das letzte Level, ja, man kann an dem Shelljump nicht Deathloop reinkommen, aber es ist eigentlich meistens dann so ein günstiger Tod, dass man nicht viel Zeit verliert. Er nimmt die Shell nicht mit beim zweiten Mal. Ja, und Bruno wird sich schon fragen und immer mal rüberschauen, wann kommt der Pietro ins Ziel? Das sollte er sich jetzt nicht ablenken lassen und seine Leistung weiter zeigen, denn Pietro hier wieder genau vorn und der Bruno nimmt den Checkpoint. Wahnsinnssache. Aber auch Pietro hat jetzt den Checkpoint erreicht und ja, das zweite Level, die zweite Hälfte vom Level ist natürlich nicht mehr so schwer. Ja, du sagst so, es und da schließt das auch schon ab. Da schließt das ab und mit dem, was ich gesagt habe, könnte man denken, jetzt hat der Pietro alles in trockenen Tüchern, aber ja, es ist halt noch ein Shelljump, der auch oft zu einem Deathloop führen kann. Ist halt ein Shelljump. Halt. Shelljumps sind nie so schön. Und da sehen wir es. Aber wie schon erwähnt, das sind halt sehr günstige Tode, sehr nah am Eingang und hat sofort wieder die Chance auf den Shelljump. Nutzt sie diesmal richtig gut. Ja, während Bruno leider auch die Probleme hat, die Pietro hatte, kann somit leider nicht nochmal rankommen. Schade. Ja, und damit dürfen wir euch spoilern, der Pietro hat dieses Rennen gewonnen. Außer er tanzt jetzt noch 3 Minuten mit Yoshi, was er denke ich nicht vorhat. Ja, ein GG an den Pietro. Auch Bruno kommt jetzt nochmal an der Stelle vorbei und hat den Checkpoint erreicht. Ja, und da geht der Applaus raus von Bruno. Ja, vielleicht fällt jetzt nochmal die Abspannung oder die Anspannung von ihm ab und er kann das gleich nutzen im zweiten Race. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, ne? Bruno ist wirklich auf einer richtig guten Pace. Der Rudi hat es vorhin reingeschrieben, mit 28:27 ist er wirklich noch sehr, sehr gut dabei und theoretisch noch auf Kurs für eine PB, aber ja, ich habe gesagt, dass die zweite Hälfte vom Level ist eigentlich nicht mehr so schwer, aber Bruno hat sich auch gestern schon sehr schwer getan mit der zweiten Hälfte und jetzt, Bruno, gönn uns die PB. Das wollen wir hier von dir sehen. Ja, wir drücken ihm auf jeden Fall alle die Daumen. Er kann so gefühlt 4-mal beim Shelljump sterben und könnte die PB immer noch schaffen. Oder er schafft es einfach jetzt. Oder er schafft es jetzt. Sehr knapper Sprung. Los, Bruno, wir glauben an dich. Schau nicht auf deine Zeit, denn du bist auf einem guten Kurs. Jawohl, Bruno. Komm, keine halbe Minute jetzt für den Yoshi. Los, gib's ihm. Warte ab. Los, schub's ihn. Jawohl, und da sehen wir die PB. Ein GG an Bruno. Sehr, sehr geiles Ding. Das wollen wir doch sehen, wenn man hier schon eine Niederlage einstecken muss, dass man wenigstens noch seine PB verbessert. So. Da freut er sich auch. Ja, sehr, 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 sehr schön.
Und gleiches Spiel wie immer, Leute. 3 bis 4 Minuten Pause für die Runner. Und dann könnt ihr euch aufs zweite Match freuen. Und ja, wenn Bruno sich hier anstrengt und Pietro hier die Leistung von gerade eben zeigt, ja, dann können wir uns vielleicht sogar noch aufs dritte Match freuen. Ja, das wäre super. Das wäre super für uns, eventuell nicht ganz so super für die Nachfolgenden, denn wir haben direkt im Anschluss nochmal den Pietro gegen den Legendary. Und ansonsten können wir euch hier noch weitere frohe Neuigkeiten unterbreiten, denn wir hatten jetzt jeden Tag diese Woche Kaizo Action, auch wenn wir uns unsicher waren, ob wir den nächsten Tag manchmal wieder Kaizo sehen, aber wir haben es hinbekommen, euch jeden Tag Kaizo zu bieten. Und so geht's weiter. Morgen um 15 Uhr das Dreams Halbfinale der Vögel, denn es spielen Shellbird und Blackbird. Und am Sonntag um 19 Uhr ein Dreams Viertelfinale zwischen Beruga, der jetzt endlich genug Training zusammengekriegt hat, gegen den Pyradante. Ja, ist das schön. Jeden Tag Kaiser. Ja, und da können wir doch dich mal fragen. Freust du dich schon sehr aufs Halbfinale morgen? Absolut. Wie sicher bist du, dass du den Shellbird in den Staub trittst? Absolut sicher, es kann nicht schief gehen. Ja, ich sag mal so, man hat nicht jeden Tag die Chance, gegen den Weltrekordhalter zu gewinnen. Natürlich macht das einem dann auch nicht leicht. Aber die beiden starten hier erstmal wieder frisch rein. Und wir sehen das zweite Match. Und drücken besonders dem Bruno die Daumen, dass wir hier noch ein drittes Match sehen können. Ja, und der Pietro stirbt vor dem Checkpoint. Das heißt, der Bruno geht jetzt in Führung. Mal gucken, wie lange er die Führung halten kann. An dieser Stelle nochmal die Shoutouts an Roti. Wenn du uns hörst, starte doch bitte nochmal eine Vorhersage, denn wir wollen doch wieder wissen, Jams, gerade oder ungerade. Und interessant, also, beide haben jetzt die Strategie gewählt mit dem Runterlaufen von der Röhre. Ja, und beide auch ziemlich viel besser durch das erste Level. Ja, jetzt ist ja auch die Nervosität weg. Und kaum sage ich's, stirbt der Bruno leider. Ach, zweimal nach den Slopes, während Petrus fehlerfrei schafft. Ja, und ihr könnt jetzt noch 3 Minuten ungefähr wetten, die Anzahl der Jumps, gerade oder ungerade. Während Bruno auch jetzt das Pilzlevel abschließt und auch jetzt in Take 5 kommt, wo Pietro jetzt schon den Checkpoint erreicht hat. Ja, diesmal Pietro hier mit sehr viel weniger Problemen. Und geht schon durchs Ziel. Bruno, leider vom Notenblock gerutscht. Nein, nein, 0 Jams gelten nicht als ungerade. Bei 0 Jams kriegt jeder seine Kanalpunkte zurück. Genau. Der Bruno nimmt sich die Zeit, korrigiert hier und geht sicher zum Checkpoint. Nonkinzing tot, aber
ist halt dadurch, dass Pietro so viel besser durch Take 5 kam, jetzt ein Stück weiter abgeschlagen als im ersten Run. Ja, und auch der Weg zum Secret, diesmal ohne Probleme bei Pietro. Aber wieder kein Jump von Pietro. Ja, die Null steht. Ja, wenn es hier eine gerade Anzahl an Jumps gibt, dann bin ich pleite, was die Kanalpunkte angeht. Aber no risk, no fun. Ja, der Bruno geht auch zum Ziel des Take 5 und jetzt in Field of Dreams. Muss aber noch durch den ganzen Switch Palace, um hier zu Pietro aufzuschließen. Ja, ich bin mal gespannt. Eben ist Bruno hatte ja dreimal Pech am Ende jetzt vom Schlüsselloch. Da wollte er regrabben, aber ein Stück zu früh. Ja, und dann springt man leider in den Mancher. Wir vergessen natürlich auch nicht Pietros Probleme hier in Roll the Bones. Aber er scheint mir halt jetzt im zweiten Run sehr viel konstanter zu sein, wieder warm gespielt. Zeigt ja wirklich eine richtig gute Leistung. Ja, und Bruno verbessert sich leider nicht im Vergleich zum ersten Run. An dieser Stelle. Das Schöne bei Bruno ist, wir haben jederzeit noch die Chance, eine neue PB zu sehen, denn er braucht nur ein paar weniger Probleme in anderen Leveln zu haben. Und wir sehen es ja auch, er verbessert sich wirklich von Rennen zu Rennen. Ja, das ist einfach schön, wenn man den Fortschritt sieht und dennoch noch das abrufen kann im Turnier. Das ist eigentlich das Schönste, was man als Zuschauer sehen kann. Und auch kein Jump bei dem Bruno. Deswegen bis zum nächsten Switch Palace bleiben wir noch bei 0. Ich sag mal so, der Jump hier im Buttermilk Palace, ja, der ist auch ein bisschen gefährlich. Da haben wir auch schon Tode gesehen bei Leuten, die den Jump zeigen wollten, weil sie da einen falschen Input gemacht haben oder den Recrap gedrückt. Bin mir gerade sehr unsicher, was da das Problem war. Ja, und Pietro läuft jetzt einfach durch die Level durch. Wie es scheint, hat die Nervosität komplett abgelegt. Und kaum jinxst du es, schon nimm deinen Tod mit. Bruno schafft es nicht, nach oben zu kommen. Das hat man manchmal, wenn man gerade in der Luft ist. Das kennt man als Runner. Aber jetzt klappt's. So, jetzt nur noch hier bei den Holzspießen aufpassen. Und es klappt. Er ist beim Boss, hat den Checkpoint. Ja, Roll the Bones auch wirklich gut gelungen von Bruno. Ja, absolut. Wie auch schon in seinem ersten Race, also hat sich da gut verbessert.
Ja, und der Timer, er ist auch noch grün, wenn er jetzt gegen seine PB läuft. Ja, ist wieder grün, denn vorhin war er rot. Aber ich sehe gerade, ich habe mir die Zeiten der Welten aufgeschrieben. Und er ist circa 20 Sekunden langsamer als in seinem Lauf eben in der ersten Welt. Jetzt sehen wir es auch am Timer. Ah. Er ist rot. Ja, da ein sehr ärgerlicher Tod. Während der Pietro uns hier vielleicht schon einen Jump zeigen will. Ja, Vapor Palace. Da kann immer so viel passieren. Und dadurch, dass es auch keinen Checkpoint gibt, ist es ja auch ein ziemlich langes Level. Wobei halt die knappste Stelle wirklich dieser zweite Stern ist, den man sich holen muss. Ja, oder hier. Oh, oder wenn man den Schlüssel schmeißt. So ein Ding. Das ist sehr ärgerlich und kostet sehr viel Zeit. Das sind jetzt 40, 50 Sekunden. Besonders weil man halt nicht so einfach sterben kann. Er muss sich dann noch durchs Labyrinth zum Tod schlängeln. Ja, während Bruno auch ohne Probleme, wie auch im ersten Run, direkt hier zum Checkpoint kommt. Hat auf jeden Fall jetzt jede Menge Zeit gut gemacht. Und wir sehen den Jump. Und ich bekomme Angst um meine Kanalpunkte, denn der Bruno hat vorhin im Vapor Palace auch ein Jump gemacht. Da können wir sehr gespannt sein. Also, Kanalpunkte gibt's keine zurück. Wir bekommen wirklich entweder gerade oder ungerade. Alle Augen liegen dann auf Bruno, der aber jetzt erstmal noch durch die Rexes muss. Kommt auch jetzt im Vergleich zum ersten Run deutlich besser hier zum Checkpoint. Er muss halt jetzt im zweiten Run gegen einen wirklich viel, viel besseren Pietro antreten, denn wir erinnern uns, bei den Rexen haben sie sich vorhin schon gebettelt und waren da fast gleich auf für lange Zeit. Shelljumps, Bruno, Shelljumps, jawoll! Shelljump, first versucht. Try. Richtig schön. Das freut einen auch immer als Runner, kann ich sagen. Wenn man im ersten Run an einer Stelle etliche Male stirbt und dann schafft man das im zweiten Run ohne zu sterben, wenn man sich noch dran erinnern kann. Das weiß ich natürlich nicht, wie die Aufregung ist, aber ich kann sagen, an einige Stellen erinnert man sich und man hat dann einfach ein positives Gefühl. Und kaum sage ich sowas, dann passiert's. So, wir schauen auf Bruno. Die entscheidende Stelle, sie kommt näher. Während Pietro jetzt schon in die dritte Welt geht. Während hier im Chat über die Möglichkeit, über die Kombination von Jumps diskutiert wird. Aber egal, wer hier welche Chancen hat, jeder, der hier votet, weiß genau, worauf er sich einlässt und weiß, ja, es kann so oder so ausgehen, aber heute gewinnt immer ungerade. Dann
mein Glückwunsch an alle, die ihn gerade getippt haben. Danke, danke. Ja, Pietro jetzt auch ohne Probleme im Skytree-Level, während Bruno leider am Shelljump gestorben ist beim ersten Mal. Aber auch trotzdem, er hat sich verbessert, nur einmal, während er in den zwei Durchläufen zuvor viel häufiger dort gestorben ist. Und um die Jump-Thematik im Chat zu beenden. Tech Warrior, wir wollen doch Jumps sehen. Und das heißt, wenn wir jetzt 0 Jumps mit reinnehmen würden als Ungarde, ja, würden wir doch belohnen, dass hier keine Jumps gezeigt werden. Und das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch auf Jumps wetten. Also nehmen wir alles nur, wenn Jumps gemacht werden. Die Hot Potatoes, richtig gut von Pietro, der Bruno hier im Clock Tower. Oder im Cheng Tower, wie er auch genannt wird. Oder auch im Cheng Tower, aber Chengs haben wir hier wenig gesehen, auch wenn wir hier einen kleinen Ballclip gesehen haben. Zum Glück an einer guten Stelle. Ja, das Level verzeiht auch mal solche Sachen. Hier schon wieder ein Ballclip, also wer es nicht so kennt, Leute, wenn hier ein Spinjump gefragt ist, zum Beispiel auf den Womp, und dann klippt man in die Wand, kommt man dann natürlich aus dem Spin raus und stirbt. Das ist hier die Jankiness im Tower. Aber bis jetzt glaube ich noch in keinem Race diesen Jank wirklich zum Nachteil des Runners gesehen zu haben. Ärgerlich jetzt bei Bruno, aber nicht ganz so schlimm, weil der Checkpoint war relativ nah dran. Und wir sind gespannt. Diesmal schafft Pietro es, die Pflanze mit dem Yoshi zu essen. Das heißt, der Yoshi hatte noch Hunger. Aber lieber Roti, du darfst gerne auflösen, denn wir haben eine ungerade Anzahl an Jumps gesehen. Deswegen, bevor hier die Leute, die vorher gesagt haben, unruhig werden, kannst du ja gerne mal auflösen. Oh, und der Bruno, die Kartoffel an den Mancher geschmissen. Ich wollte gerade sagen, es läuft viel, viel besser in Hot Potatoes. Und kurz bevor ich das sage, passiert's. Aber jetzt schafft er es zum Checkpoint. Da nochmal der Gruß anlegen, Gary. was machst du? Was machst du, Bruno? Die Bombe geht hoch. Ich hab da der Glück gehabt. Wahnsinn, safe. Ein safe. Ja, das war ja vorhin schon das Meme-Level für Bruno. Und da zeigt er uns hier auch nochmal eine lustige Szene. Sehr schön gemacht. Also ich hätte jetzt gewettet, dass die Bombe hochgeht, aber... Das war bestimmt keine Sekunde mehr, da wäre sie explodiert. Aber der Pietro hier, er nickt zustimmt. Wahnsinnsleistung in der ersten Hälfte. Ja, eben noch gestorben. Vorm Erreichen der Tür. Jetzt haben wir hier einen ganz anderen Pietro als im ersten Race.
So, nach 18 Minuten, das heißt, er ist fast 3 Minuten schneller als eben in seinem Run. In der Star Road. Aber auch Bruno ist ja nicht schlecht unterwegs, würde ich sagen, mit seiner Zeit. Ne, wir haben es gerade gesehen, der Timer ist wieder grün geworden. Bin mir halt unsicher, ob er seine neue PB gespeichert hat oder ob er noch auf dem Timer der alten PB läuft. Aber das werden wir am Ende sehen, denn wir wissen ja ungefähr, welche Zeit er im ersten Run hatte. Pietro, das erste Mal mit ein paar Problemen. Aber auch Bruno bleibt davon leider nicht verschont. Ja, und wir wissen alle, es ist noch nichts verloren, denn Bruno kann immer noch, auch wenn es ein riesengroßer Abstand ist, hier aufholen und dem Pietro nochmal das Leben schwer machen. Ah, und jetzt sind beide gleichzeitig im Ziel. Ja, das Ghosthaus für den Pietro, Blocks on the Rocks für den Bruno. Und der Pietro wirklich den Shelljump richtig gut geübt. Ah, und der Bruno nimmt die Disco Shell. Ja, da hätte er fast den mit der Disco Shelljump machen können. Das war auf jeden Fall knapp. Da hätte er ihn aus Versehen geschafft. Ja, jetzt gilt es für Pietro. Mal gucken, wie viele Versuche er braucht, bis er den Checkpoint erreicht. Ja, und für Brunos eventuelle neue PB liegt jetzt alles an Yoshi's Lair. Die erste Hälfte hat er vorhin wunderbar gemacht, aber in der zweiten hat er so viele Probleme gehabt, hat er bestimmt, ja, 1 bis 2 Minuten gelassen. Und wenn er die rausholt, das sind ja ein Monster von einer neuen PB. Aber diesmal in der ersten Hälfte die Probleme. Ja, Julie, Pietro wirklich das beste Outfit. Und hat er heute seinen Schnauzer verkehrt rum angeklebt? Macht er heute das Wario-Cosplay? Wobei die Haare eher auf Varios Frau hindeuten lassen. Ja, der Pietro rennt hier wirklich eine Monsterzeit. Und da muss ich doch nochmal rausquallen, was war Pietros PB. Ganz schön weit rausquallen. 22,59, da sehen wir doch eine neue PB von... Ist das heute ein PB-Match? Beide mit neuer PB. Der Pietro, weil der jetzt Bruno auch es natürlich nochmal schaffen kann. Er kann natürlich nochmal nachlegen und auch seine PB noch ein weiteres Mal verbessern. Aber erstmal GG, würde ich sagen, an Pietro. Dass auch er sich nochmal verbessert. Und da kommt der Respekt raus von Bruno, den wir jetzt in Spaceballs sehen, während Pietro hier das Spielfeld verlässt. Und wahrscheinlich kurz sich was zur Erfrischung holt.
Denn wir dürfen nicht vergessen, er muss die Pause jetzt gut nutzen, denn für ihn geht's direkt im Anschluss weiter gegen den Legendary, der ja auch schon sehr, sehr gespannt im Chat aufgepasst hat, wie Pietros Leistung heute so ist. Ja, und währenddessen, Bruno ist zeitgleich bis auf wenige Sekunden auch in die Starroad gekommen, wie eben. Das heißt, es ist wirklich, wirklich noch alles drin. Jetzt darf er sich nur nicht zu sehr aufregen. Es ist auch schwierig, ne? Muss man auch dazu sagen. Der Gegner ist durch, man sieht es. Vielleicht hat man noch im Kopf oder weiß, dass der Gegner jetzt auch noch eine neue PB gerannt ist. Und dann braucht man erstmal so 1 bis 2 Minuten, würde ich sagen, bis man sich fängt. Oh, und wir haben die Information von Legendary, denn ich hatte es nicht im Kopf, dass Pietro jetzt auf der gleichen PB ist wie er. Sollte das für das kommende Match etwas andeuten, dass wir ein richtig spannendes Match sehen vielleicht? Ja, es wird auf jeden Fall spannend, wenn beide die gleiche PB haben. Da muss sich der Gary anstrengen. Ja, Gary in seinem Match ist bisher auch nicht wirklich seiner PB nahe gekommen. Das heißt, der Pietro ist jetzt schon eingespielt. Dann können wir nur hoffen, dass der Gary heute auch schon mal ein bisschen reingespielt hat und sich da warm gemacht hat. Sonst könnte er es schwer haben. Ja, währenddessen hat Bruno jetzt auch den Checkpoint geschafft zu holen. Aber es wird schwer, glaube ich, jetzt noch seine PB zu schlagen. Aber ich finde auf jeden Fall gut, dass er trotzdem zu Ende rannt. Das haben wir, glaube ich, sowieso im Turnier. Haben wir es überhaupt gesehen? Ich glaube, jeder hat immer zu Ende gerannt, oder? Na, nicht ganz jeder, aber die meisten rennen zu Ende. Und ich sag mal so, auch wenn Pietro jetzt nicht mehr auf PB-Kurs ist, macht er die kommenden Level One-Shot, wäre es dennoch eine neue PB. Oder? Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, könnte schwierig sein. Könnte schwierig sein, aber ja. Das ist halt. Das Match ist die Zeit. Die Livezeit für die Runner, also kann man ruhig seine wenigen Minuten im Rampenlicht hier noch richtig schön auskosten. Und da dürfen wir doch gerne nochmal erwähnen, ihr habt vorhin die Links schon im Chat gesehen, schaut doch gerne mal bei den Runnern rein, ihr seht hier wirklich klasse Runner. Wie gesagt, der Bruno hatte nicht viel Zeit zum Trainieren und hat sich hier, was war denn das für ein knapper Sprung? Und hat sich hier wirklich stetig so gut verbessert. Und wie gesagt, hier noch eine PB im Race aufgestellt. Ja, Wahnsinn. Da will ich ihn nicht erleben, wenn er. Da will ich ihn nicht erleben, wenn er mal richtig trainieren konnte, richtig Zeit hatte. Dann macht er, denke ich, hier vielen gute Konkurrenz. Das haben wir so auch noch nicht gesehen. Aber wäre schön gewesen, wenn es geklappt hätte. Ich wollte gerade sagen, interessante Technik habe ich noch nicht gesehen. Die Schere nach oben zu schmeißen.
Ärgerlich, ärgerlich. Ach, der Shell Jump ist auch einfach böse. Da geht jetzt alles schief. Das wäre so ein Moment, egal ob ich zu Ende rannen darf oder nicht. Ich glaube, ich hätte jetzt schon getiltet und hätte gesagt, ach komm. Ist sowieso alles. Was? Ah, da war jetzt ein Stück außerhalb des Screens. Jetzt ist auch echt Pech. Das ist echt bitter. Ja. So, jetzt schafft das aber. Ja, das Gute ist, die Shell spawnt wieder, wenn man sie nicht killt oder nicht gekillt wird. Aber springt er wieder zu tief. Hat er gemerkt, da bin ich schon zu weit unten. Ja, ja, ich glaube, das Problem ist halt, er rutscht zu weit. Und ja, damit ist er immer schon zu weit unten. Ein Mid-Air-Jump auf die Spring. Ja, das Problem ist halt, wenn man hier einmal runterrutscht, hat man die Indikatoren, verfehlt man die Shell. Spawnt zwar die Shell, aber die Indikatoren sind dann weg. Und dann muss man es wirklich aus dem Gedächtnis machen, wo man dann abspringen sollte. Also ich habe in meinen Runs, die ich gemacht habe in Quickie World, habe ich eigentlich nie auf die Indikatoren geachtet. Aber jetzt hat er es auch geschafft. Springt eher von der Slope ab. Und kommt somit über die Mannschaft. Ah, nein, ja, diese Power-Up-Animation, die kann einen wirklich so rausbringen. Da hatte er noch zu viel Moment und konnte es nicht rausnehmen. Jetzt spring hoch. Jawoll. Ich denke, da ist er froh, jetzt hier endlich das Geisterhaus hinter sich zu lassen. Ich denke, davon ist auszugehen. Ich denke, so froh war er selten, nach Suffering Wounds zu kommen. Ja, er schüttelt auch den Kopf. Aber er schafft auch hier, wie im ersten Run, die schwierigste Stelle vom Checkpoint im First Try. Und jetzt ist es für Bruno nur noch der letzte Shell Jump, sag ich mal, als Hürde. Verfehlt hier den Notblock.
Ärgerlich. Aber jetzt hat er es, jetzt muss er noch dem Yoshi ein paar Mal auf den Kopf springen. Und dann können wir auch ihm GG wünschen. Ja, auch oh. Ein GG an den Bruno. Puh, da wird er, denke ich, froh sein, hier endlich durch zu sein. Aber ich denke, den Run kann er vergessen, denn die PB, die bleibt ihm. Und ja, so nach ein, zwei Minuten können wir die beiden auch nochmal hören, hier bei uns zum Interview. Und an die liebe Kaiser-Community im Chat, verpasst nicht, also ihr braucht jetzt noch nicht gehen, ne? Also es ist noch nicht vorbei. Es geht gleich im Anschluss weiter, denn wir sehen den Petro nochmal gegen den Legendary, der ja auch schon die ganze Zeit fresh in den Chat schreibt. Und was muss ich da gerade sehen, Blackbird? Du verlässt uns dann gleich. Genau, ich verlasse euch gleich. Gleich kommt meine Ablösung, der Gizmo. Ah. 3, 2, 1 übernimmt. Aber der Gizmo auch ein super Kommentator. Ja, würde ich, denke ich, würde ich vertreten. Und hier ist der Bruno und hier ist der Pietro. Hallo. GG euch Hallo. Beiden. Hallo. Leute, was für ein Race. Was für ein Race. Ja, GG, Pietro, an deinen Sieg hier im Run, im Match. Ja. GG auch an die PB, die, wie Legendary geschrieben hat, jetzt seiner exakt gleicht. Gute Voraussetzung fürs nächste Race, ne? Ist sehr gute Voraussetzung, aber auch Bruno, an dich ein richtiges GG, dass du deine PB im Turnier noch verbessern konntest. Dankeschön, Dankeschön. Ja, erster Run, mit dem war ich eigentlich fast noch unzufriedener als mit dem ersten, wäre das am Ende nicht passiert. Mann, Mann. Ja, du warst eigentlich noch auf einer guten Pace im zweiten Run, aber Yoshi's Lair macht dir halt immer so einen kleinen Strich durch die Rechnung. Ja. Aber okay. An sich... Ja, ja, doch. Baseball, aber mich, ja, egal. Ja, genau. Aber an sich, du hast gesagt, du konntest nicht viel trainieren und dafür hier noch im Turnier eine PB hinzulegen und überhaupt so eine Leistung zu zeigen, da will ich dich nicht erleben oder will ich ganz besonders erleben, wenn du mal Zeit hast zum Trainieren. Denn dann kann es wirklich eng werden für deine Gegner. Es war auch gut, dass man gemutet ist heute. Also. Ja, wir haben es gesehen. Wir haben es gesehen. Ja. Das Geisterhaus hat es nicht gut mit dir gemeint. Nee, da ist es Salz geflogen, sage ich mal so. Ja, Pietro, deine Grüße haben wir an Legendary weitergereicht. Der wird es sicherlich auch gesehen haben. Das freut mich. Ja, Bruno, ja. Du hast so ein bisschen, die Hot Potatoes waren so ein bisschen dein Meme-Level heute, ne? Du hast da ganz schöne Späße gemacht mit Bombe nach links, ja. Bombe liegen lassen. Ich glaube, im zweiten Run hast du die bei den Beans oben liegen lassen und ja, also ich hab's noch irgendwie gesaved bekommen.
Also so im Gefühl war das keine Sekunde mehr, wäre die explodiert. Ja, ich glaub's auch. Ich habe mir auch gedacht, Kat, sollst du jetzt einfach runterspringen und sterben und schnell weitermachen. Aber nee, hat ja dann doch irgendwie noch funktioniert. Es war nicht nur das Level. Ich hatte heute ein, zwei Level, wo ich dachte, ach scheiße, nochmal zurück, nochmal neu anfangen. Bei der Batcave beim letzten Sprung zum Beispiel. Da hatte ich einmal angesetzt, hab gemerkt, oh, ich war zu früh, nochmal zurück, nochmal Anlauf und dann durch. Da, an dem Moment hatte ich Angst, dass du es so machst wie Legendary gestern. Ja, ja, stimmt, das ist ja mit Mancha reingerannt, gell. Genau, da dachte ich, oh, nicht so weit, nicht, dass wir das schon wieder sehen müssen. Aber du hast es besser gemacht an der Stelle und ja, hast noch ins Ziel gesaved. Auf jeden Fall schöne Sachen gesehen hier. Ja, was die Yams angeht, können wir keinen König küren, nee, in dem Match. Denn, bin ich enttäuscht von mir, keinen einzigen Yam. Doch, Pito, du hast doch, einen Yam. Einen hatte ich, stimmt. Der ich Bruno, einen. Genau. Das heißt, im ersten Race der Bruno ein Yam, im zweiten Race der Pito, ja, ungerade war heute vorn. Was die Vorhersage angeht. Nicht, dass ihr hier nicht versteht, wovon ich rede. Ja, die Ungaraden, die haben Sam heute gewonnen. Die Kanalpunkte wurden vergeben. Wir können ja im nächsten Turnier den Jump-König küren, wenn es irgendwie möglich ist. Wer die meisten Jumps hat, der kriegt eine Jump-Krone oder eine Trophäe oder irgendwas. Mal schauen. Ja, das hatte ich, glaube ich, ganz am Anfang des Turniers mal so angesprochen, aber da waren wir auch schon ein bisschen zu weit drin, das alles ja, nachzuverfolgen. Nächstes Turnier. Das also bei Babykaiser gibt es ein paar Palace. Also kann ich nur empfehlen. Ich hatte ja auch so... Also bei 100% natürlich dann. Oder man macht halt, man macht es halt direkt, ich hatte es glaube ich dem Roti schon mal geschrieben, man kann auch direkt ein Turnier wie eine Rallye machen, ne? Dass man dann für so Special Moves wie Yams minus Zeiten gibt. Ne? Oder wer statt 80% 100% macht, kriegt noch Boni. Ja, es ist noch viel Luft hier, dass wir uns noch schöne Sachen für die Community ausdenken können. Spannende Sachen. Aber wo wir gerade von spannend reden, Pietro mit der PB zu Legendary gleichgezogen. Und ja, stimmt. Will hier, also wir haben es gesehen, du bist direkt, nachdem du abgeschlossen hast, schon aufgestanden. Da haben wir schon gesagt, du musst die Pause gut nutzen, weil du hier gleich durchstarten willst ins zweite Match. Genau, es geht jetzt direkt los im Anschluss. Hoffentlich nur zwei Races, keine drei. Nein, mal abwarten. Im Optimalfall für dich, sagen wir. Ja, für mich halt optimal, ja. Weil sechs, ja. Also wenn es jetzt auch beim dritten gelandet wäre, wäre ein bisschen viel, aber naja, mal abwarten. Wir schauen mal. Für euch genau. Zuschauer natürlich, drei Races natürlich besser. Definitiv, ja. Ja, aber dafür heute Doppel-Kaiso-Action. Also vier Races sehen sie auf jeden Fall, vier Runs, vielleicht sogar fünf gesamt. Genau. Ja, dann heute etwas anders. Lieber Bruno und lieber Blackbird, ihr müsst euch ja jetzt leider verabschieden. Dann geben wir euch doch gern nochmal das Wort. Und der Pietro, der braucht sich, denke ich, noch nicht verabschieden, denn wir genau. Hören ihn dann ja nochmal. Dann bis später mal, ich gehe auch dann schon mal raus hier. Ciao. Ciao, bis Blackbird. Später. Und Bruno nochmal. Ja, danke. Ich wünsche allen Zuschauern natürlich jetzt viel Spaß beim Race. Pietro, dir auch viel Erfolg natürlich, genauso wie Gary natürlich. Der hat auch noch in meinem Chat geschrieben vorhin, war auch noch kurz da. Ja, hoffentlich auf ein spannendes Race, würde ich sagen dann. Ich bin gespannt. Ja, und ich hoffe doch, du bleibst ja auch noch ein bisschen mit dem Chat oder wirst du jetzt schon ins Bett gehen nach diesem aufregenden Run. Nee. Jetzt nicht mehr. Vorher war ich ein bisschen müde, aber jetzt bin ich wieder wach. Jetzt bist du wieder wach. Gut, alles klar. Dann verabschiede ich mich und wir sehen uns, hören uns. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi. Jo, tschüss. Bis dann. Bis dann. Ja. Ciao, ciao. Und ja, doch, ich verabschiede mich. Und übergebe das Wort an Gizmo. Ja, Hallöchen zusammen, hier ist er, der Gizmo, ich grüße euch.
Ein kurzer Abschied vom Blackbird und der Gizmo ist uns schon gejoint. Glück auf, Gizmo. Du beehrst uns jetzt mit deiner Anwesenheit fürs zweite Match. Schön, dass du... Da geht der Blackbird auch schon. So schnell ist er weg, ja? Schön, dass du auch noch so kurzfristig eingesprungen bist. Na klar, kein Thema. Ja, wie wir schon gesagt haben, Petro jetzt direkt nochmal, der wir es heute wissen, mit zwei Matches. Ja, ja, der gibt sich heute irgendwie dreckig. Der will es heute richtig wissen. Und wir haben es schon gesagt, beide die gleiche PB seit Petros letzten Match. War wirklich GG von meiner Seite, war richtig gut. War da ja auch schon jetzt dabei im ersten Race. Hab ja schon zugehört. Damit hat er, glaube ich, seine alte PB auch um 27 Sekunden verbessert. Ich habe das Cheat-Sheet nicht auf, ich kann es ja nicht bestätigen. Ne, ich glaube, Rodi hat es vorhin hier im Chat geschrieben. Ich scrolle mal fix hoch. Sogar um 29 Sekunden. Der Petro hatte... Legend Gary schrieb's. Glaub, 22,59. Und damit fast eine halbe Minute verbessert. Ja, die beiden Runner machen sich bereit. Ein vertrautes Bild. Wir sehen den Wario Petro gegen die Original Schnauzer Power Legend Gary. Ja, jetzt ist das Team Schnauzer fast vollzählig vertreten. Noch die noch übrig sind zumindest. Aber kleine nette Aktion auf jeden Fall. Das kann nicht mehr lange dauern, bis es hier losgeht. Und diesmal denkt der Rudi direkt dran und startet hier die Vorhersage. Und wir müssen uns umgewöhnen, denn jetzt ist blau ungerade und rot gerade. Menschen sind doch so Gewohnheitstiere. So, und da starten sie los. Ja, es bleibt dann spannend, wenn sie jetzt hier beide die gleiche PB haben. Schauen wir mal, was für einen synchronen Run wir hier sehen. Ja, während der Gary halt schon an seiner Konstanz, seiner PB arbeiten konnte, während der Petro jetzt erst seine neue PB einarbeiten muss. Ah, Petro! Das war ärgerlich. Wieder kurz vorm Ziel. Haben wir aber, glaube ich, bei Petro auch schon öfter gesehen, leider. Ja, aber auch Legend Gary hatte im ersten Level sonst immer Probleme. Heute um einiges besser durchgekommen, aber scheint auch einen Tod gehabt zu haben, ne? Ja, der Abstand ist jetzt nicht die Welt, aber kann schon entscheidend sein, eventuell. War wohl, ein halbes Level dann doch. Und da ist der Legendary dann doch gestorben. Jetzt kann Petro wieder etwas aufholen. Nee, geht's ja, weniger aufholen, als dass er vorbeigezogen ist, aber jetzt wieder der Legendary vorbeigezogen. Ja, das sehen wir doch, das Kopf-an-Kopf-Rennen, zumindest für den Moment, dass wir hier sehen wollen. Und hoffentlich geht's genauso spannend weiter. Thank you.
Ja, der Pietro auf jeden Fall eingespielt. Zumindest wissen wir es von ihm, dass er jetzt eingespielt ist nach zwei Races. Aber muss hier wieder, wie in seinem ersten Race, den Tod kurz vorm Checkpoint hinnehmen. Ja, wobei zwei Races nichts zu heißen haben mit eingespielt. Und das sahen wir kurz, Petrus Alert mit dem sterbenden Yoshi. Der Arme. Es gibt ja Kaiserspieler, die behaupten, Yoshi sei nichts anderes als eine lebende Plattform. Ja, im Kaizo meistens tatsächlich. Aber so ein bisschen schmerzt es doch das Kind in einem, wenn man Yoshi in den Tod schicken muss. Ja, natürlich. So, Gary jetzt schon im Buttermilk Palace. Na, Pietro noch ein bisschen Schwierigkeiten zum Schlüsselloch zu kommen. Und kein Jump von Gary und er schüttelt auf den Kopf. Aber jetzt kann Pietro nachziehen. Ja genau, auf 4 oder 5 Races am Stück sind schon ziemlich hart und wer dabei war beim Baby Kaizo Turnier, da hatten wir ein Match, ein Jump von Pietro. Ein Jump von Pietro, genau. Beim Baby Kaizo Turnier hatten wir ein Match, da war das dann wirklich auch der Zieleinlauf mit 2 Sekunden Unterschied, wodurch sozusagen 1 wiederholt werden musste. Und es war dann auch ein Unentschieden, wodurch wir 4 Run-Szenen gesehen haben. Und dann waren die Runner wirklich durch und haben gesagt, das machen wir nicht nochmal. Dann verlegen wir lieber die Entscheidung auf einen anderen Tag. Aber wie wir schon gesagt haben, Pietro will es heute wissen. Ja, ich hoffe, er hat auch mal ein bisschen Zeit dann zu üben und so. Sehr knapp an der Kante gewesen. Ja, der legendäre hier bei den Resnors und muss den Tod hinnehmen. Oh, ja. Was auch immer da jetzt passiert ist. Tja, ich nehme stark an, wenn die Plattformen noch nicht weit genug im Screen sind, zählt es als Abgrund. Ja, könnte so gewesen sein tatsächlich. Boah, Pietro, das war auch da hat Pietro meinen Ruf nachgeahmt. Das war wirklich die Painsels, die ihn dort noch angesaugt haben und er konnte sich noch auf den Bonefish retten. Wahnsinn. Ja, Legendary jetzt hier mit einem doch günstigen Tod, war nicht noch nicht weit weg vom Checkpoint. Aber Mo, ist die Musik nicht herrlich? Die Musik ist sehr herrlich. Außer in einem Level, nicht wahr? Aber nicht in dem Heck. Ja, das ist richtig. Aber ich muss sagen, ich habe mich dann bei Rexen 86 doch so ein bisschen an die Musik gewöhnt und hat so ein bisschen gedauert, aber ja, finde ich nicht mehr ganz so schlimm. Das ist ja schön. Legendary, ich wollte es gerade sagen, bis jetzt fehlerfrei durch To The Limit. Ja, und gibt dir den Pietro noch sehr Zeit aufzuholen.
Ah, aber der Shell Jump macht ihm da einen Strich durch die Rechnung. Und nochmal. Pietro, was ist los? Mensch. Aber der Gary. Jetzt aber, ja. Ja, und liebe Leute, die jetzt erst einschalten, morgen starten wir früher hier rein. Da streamen wir schon 15 Uhr. Das Halbfinale von Teams. Und ich meine, so ein bisschen den Hintergrund für diese frühe Uhrzeit rausgefunden zu haben. Denn da spielen zwei Vögel, der Shellbird gegen den Blackbird, und ich denke, die wollen, dass wir frisch sind und die beiden noch auseinanderhalten können. Nicht, dass wir am späten Abend immer die Leute verwechseln. Oder vielleicht wollen die beiden Vögel auch einfach hinweisen, dass der frühe Vogel den Wurm fängt. Das ist natürlich auch wahr. Ja, genau, das schreibt das auch gerade schon. Wieder richtig dicht aneinander, denn es trennt sie nur noch der Secret Exit. Den der Peter jetzt hoffentlich fehlerfrei erreicht. Ja, ohne Probleme. Meiner Meinung nach auch ein sehr viel leichterer Secret Exit als der erste. Ja, das stimmt schon. So, beide im Vapor Palace und zweimal Jump gefahren. Aktuell sind wir bei Ungerade. Aktuell noch bei Ungerade. Und wir werden sehen, ob wir bei Ungerade bleiben oder zu Gerade wechseln oder zu Ungerade wieder wechseln. Und das war kein Jump. Das heißt, wir haben noch die Chance, eine gerade Anzahl zu sehen. Dann noch heißt es Zittern um die Kanalpunkte. Und ja, wir sehen einen Jump. Da diesmal verliere ich. Diesmal verliere ich meine Punkte. Wir sind bei Gerade. Und alle, die auf Gerade getippt haben, dürfen sich jetzt freuen. Zum Glück habe ich nicht wieder 59k gesetzt. Ja, ich habe vorhin auch das erste Mal so mehr oder minder All-In gemacht. Und leider verloren. So, auf in den Jank Tower. Ja, vorhin haben wir bei Bruno hier viele Janks gesehen, aber keiner davon zum Tod geführt. Und das ist hier im Turnier zum Glück auch noch nicht passiert, dass ein Jank zum Tod führt. Aber da liegt Gary hier auch verdächtig nah an der Wand. Das kann natürlich ungünstig werden. Müsste vielleicht wirklich mal einer der Luna Magic Beherrscher vielleicht mal hier versuchen, den Hack weiter zu patchen. Aber ich bin ja so ein bisschen der Meinung, den perfekten Hack wird es nie geben. Na, also ich habe P86 gesehen, ne? Das ist... Ja, das ist... Da hatten die Bonovi so wirklich sehr, ich glaube,
3 Jahre reingesteckt und hat ihn... 26 Monate. Ja, hat ihn wirklich, also mindestens fast zur Perfektion getrieben. Ich weiß nicht, wo er unperfekt ist, aber das ist wirklich wahnsinnig gut. Gab ja einmal einen Softlock, aber das hat er ja alles behoben. Genau, den habe ich bei Denison, glaube ich, gesehen. Der dann selber meinte, dass dieser Softlock wahrscheinlich so erst in 1 Million Runs wieder auftreten könnte. Ne, genau. Aber hier, die heißen Kartoffeln bei Legendary, genau. Aber auch der Pedro, der folgt ihm dicht auf den Fersen. Jetzt die heiße Kartoffel noch nicht fallen lassen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Du darfst dir nicht zu viel Zeit nehmen, Gary. Sah ein bisschen zu lang aus, tatsächlich, ja. So, Pedro ist auch am Checkpoint. Ah, das sind halt die Beans, da will man sich halt noch gut positionieren, wenn man sich unsicher ist. Ja, und da wird es schon viel knapper hier. Da konnte Pedro wirklich gut aufholen. Kein Hasslevel angegeben hat. Nee, kein Lieblingslevel angegeben hat. Ja, ich denke, es war, glaube ich, Speedfo, der hier nur nachgerutscht ist ins Turnier, dass wir die Gruppen vollkriegen. Und dementsprechend war er wahrscheinlich nicht so wirklich gut vorbereitet. Aber hier sehen wir ihn früher ins Ziel gehen als den Legendary. Stimmt. Aber jetzt dennoch, beide hier auf PB-Kurs, Leute. Und das ist natürlich eine Wahnsinns-Show. Das könnte das erste Mal sein, dass wir eine Doppel-PB sehen. Am besten wieder die gleiche. Genau. Also das müsste schon wahnsinnig mit dem Zufall zugehen dann. Schon durch. Weiter zu Blocks on the Rocks. Ja, Pedro konnte hier gut Nutzen draus ziehen, dass Gary nicht so gut durchkam. Und da Pedro uns immer den Gruß an Gary zeigt, fragen wir uns doch, ist es diesmal ein Gruß oder eine Herausforderung, wenn er über den Switch springt? In dem Fall würde ich jetzt sagen, eine Herausforderung. Zu schön. Ja, der Pedro startet in Yoshi's Lair. Muss hoffentlich diesmal nicht die Anzahl der Bullet Bills korrigieren. Das ist ihm tatsächlich in einem Race zweimal nacheinander direkt passiert, ne? In zwei Races nacheinander. Aber das hat er tatsächlich auch wahnsinnig gut gemacht. Ja, dagegen Legendary hier mit Problemen. Was Pedro hier für eine Leistung zeigt, ist halt nochmal eine Steigerung zu seinem letzten Match.
wo er die PB aufgestellt hat. Ja, irgendwann macht sich der Muscle Memory dann doch bemerkbar. Oh, das war ärgerlich. Das war ärgerlich. So kurz vor dem Ziel. Ja, aber Legendary da auch am Derben, auch mit diversen Problemen. Uah, das war knapp. Das war wirklich sehr knapp. Der Ballenschäden noch gereicht hat. Ja, und da haben Luigis Socken schon gebrannt bei Pedro. Aber sichtlich erleichtert, dass er durchkam. Das hat man gerade gesehen. Tja, und beide wirklich relativ gleich auf. Jetzt trennen sie vielleicht 5-6 Sekunden. Ja, 5 Sekunden sind's. Oh. Boah, das war aber auch knapp. Ah. So, jetzt sehen wir ein synchrones Spiel. Ah, Gary. So, und den Rockskip bei Pedro, der gelingt. Hoffentlich kann er den auch nutzen. Nein, nein! Er kann. Und wir sehen Gary wieder vorbeiziehen. Machen es aber auch spannend irgendwie, die zwei. Ja, und jetzt sehen wir Pedros Zeit rot werden. Nicht mehr auf PB-Kurs. Und ich bin mir auch unsicher, ob er in seiner PB im letzten Run in den letzten Leveln Probleme hatte. Ich glaube fast nicht, dass er da viele Probleme hatte. Das heißt, es ist für ihn jetzt schwer, wieder an seine PB ranzukommen. Aber Pedro zieht wieder an Legendary vorbei. Und auf dem PB-Kurs scheint er auch wieder zu sein, weil die Zeit ist wieder grün geworden. Genau, und da Legendarys Zeit auch noch grün ist, denke ich, ist die PB noch drin. Es ist so schön, wenn beide die gleiche PB haben. Da kann man beide Zeiten als Referenz nutzen. Oh, nein, da verfehlt er den Yuri. Und Pedro rettet ins Ziel. Ja, das war wirklich tatsächlich gerade perfekt synchron. So, das letzte Zitterlevel für Pedro. Na! Da würde ich selbst fragen, warum er da nicht schon abgesprungen ist. Oh! Verfehlt er die Shell? Ja, und das sehen wir beide schon wieder gleich auf. Und jetzt zieht er Gary vorbei, durch den Fehler von Pedro. Pedro hat sich jetzt gerade mal richtig hingesetzt. Spielt wieder an der und aber Gary auch. Und Pedro zieht wieder vorbei. Das ist doch wieder mal an Spannung nicht zu überbieten hier, das Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden. Jetzt ist Gary wieder vorn. Ja, PB ist für beide nicht mehr drin. Da sehen wir das jetzt auch bei Pedro. Ja. Rot werden die Zeit.
So, und jetzt kommt einer der seltenen Fälle, wo wir sagen können, das letzte Level kann noch ausschlaggebend sein. Denn verfehlt Legendary den Shellchamp, kann Pietro schon vorbeiziehen. Oder einer beim Yoshi sterben nachher, was wir auch schon gesehen haben. Ja, das sehen wir Pietros Timer grün und das wird uns wohl auch Aufschluss darüber geben, dass er noch seine alte PB drin hat. Legendary jetzt das zweite Mal am Shelljump gescheitert. Genau, der Pietro hat in seinem Timer noch die alte PB und deswegen konnten wir uns darauf nicht so richtig verlassen und zieht hier an Legendary vorbei zum Yoshi. Aber auch der Yoshi kann halt manchmal ein, zwei Tries brauchen. Das könnte reichen, aber Pietro macht das Ding hier noch im letzten Level. Was ein Match, Leute. Ja, mein Blutdruck, so sagt Nicky Cat. Das war wirklich richtig knapp. Jetzt machen wir wie immer die paar Minuten Pause. Ja, GG definitiv an beide. Ja, Wahnsinnsmatch, Wahnsinnsmatch. Also was die beiden hier abgerissen haben und wenn das jetzt im kommenden Match nochmal so knapp wird, Leute, dann sehen wir hier wirklich ein nochmal so geiles Match. So, was wird Peach jetzt machen? Wird er noch ein paar Level üben? In der Pause wird er sie nutzen? Als würde er nicht schon genug spielen, oder? Dann, Leute, holt euch noch was zu trinken, holt euch noch was zu snacken. Es wird gleich weitergehen. Pietro übt hier schon mal den Timer. Auch ein sehr wichtiges Element für uns. Ja, Nicky Cat, das ist jetzt die gute Frage. Ja, Nicky Cat, das war etwas Energie für mich. Cat, du kannst Bier und Energy voneinander unterscheiden. Dann musst du mir aber noch sagen, was es für eine Energy ist. Das wäre schon etwas krank. Das wäre ein Fall für Wetten, dass. Absolut. Ich gebe dir eine kleine Unterstützung. Es ist kein teures. Und sie auch jetzt, tatsächlich. Welche Geschmacksrichtung? Also wenn die Geschmacksrichtung jetzt auch noch stimmt, dann gehen wir definitiv zu Wetten, dass. Da laufen sie auch schon wieder los. Oh, Nicky Cat. Nein, ich trinke Exotik.
Aber wieder zum Thema hier. Die beiden starten rein ins Match und wir wünschen beiden ein genauso spannendes Match. So, Pito, und jetzt vor dem Ziel nicht die Bombe mitnehmen? Ja, aber der Gary startet mit dem Tod und auch der Pietro zieht nach. Ach, dieses verflixte erste Level. Obwohl man das ja eigentlich am meisten spielt. Ja, wie schon so oft gesagt, am meisten eigentlich. Aber ja, die Abstimmung kommt doch direkt noch rein. Die Zuschauer sind heiß auf Kanalpunkte. Genau. Ha, die Wahl fällt so schwer. Wir werden jetzt, glaube ich, schon beides, oder? Schade, dass man nur zwei Abstimmungsmöglichkeiten hat. Ich würde jetzt direkt auf drei Jams wetten. Das dürft ihr euch gerne merken und mal reinschreiben, was ihr für eine Zahl tippen würdet. Ah, oh, Pietro. In seinem Hustle-Level. Ja, Take 5 ist halt wirklich... Könnte man auch in Take 5 Deaths nennen. Nimm es einfach mal 5 Tote mit, dann bist du sicher, danach bist du vielleicht durch. Und da hat er es geschafft. Ja, und damit konnte Pietro in Führung gehen, trotz seinem frühen Tod. Uns auch problemlos zur Röhre gekommen. Jetzt noch auf den Bullet Bills richtig tanzen. Ah, und da sind wir beide wieder gleich auf. Mit Legendary in Führung. Und Legendary macht das Ding One-Shot. Und ist hier eine Secret Exit Länge in Führung. Ja, das könnte in der Tat ein Déjà-vu-Race geben. Und kein Jump von Legendary. Und damit dürfte der Pietro, was die Jumps angeht, hier gewonnen haben. Denn Legendary hatte vorhin, glaube ich, auch gar keinen, ne? Oh, die, ja. Ja, hatte er keinen. Ja, und mein Tipp mit 3 Jams ist damit auch passé. Aber ich habe noch die Chance auf die ungerade Anzahl. Denn es werden noch Möglichkeiten für Jams kommen. 2, um genau zu sein. Und der Pietro, der hat gut Zeit aufgeholt. Die er wieder hergibt. Ja, Pietro hatte ja arge Probleme in Field of Dreams. Aber ist das doch so ein schönes Level.
Das war es, aber ärgerlich tatsächlich. So, wieder kurz vorm Checkpoint. Während Legendary jetzt schon bei den Resnos ist. Scheint aber ein bisschen auf Sicherheit zu spielen. Ja, und alle Zeichen stehen zurzeit auf ein drittes Match, wenn es hier so weiterläuft. So, und Legendary rast einmal durch die Batcave. Ja, und Pietro einen ungünstigen Tod bei Roll the Bones. Und noch einer. Irgendwie ist da gerade der Wurm drin. So, jetzt die Shell richtig meistern, Legendary. Irgendwie rast der Legendary gerade gefühlt hier los. Ja, jetzt scheinbar etwas besser eingespielt als im ersten Run. Und das wird Pietro das Leben sehr schwer machen. Ja, irgendwas hat auf dem Setup nicht mehr gepasst beim Legendary. Ich hätte es wahrscheinlich genauso gemacht. Oh. So, Pietro jetzt auch am Ende der Batcave müsste es sein. Das heißt, sie liegen jetzt fast zwei Level auseinander. Das ist halt schon ordentlich. Das war das halt auch der arge Zeitverlust in Field of Dreams. Ja, das ist richtig ordentlich. Da muss jetzt bei Legendary noch einiges passieren. Pietro auch mit Problemen hier in Total Limit. Und für den Legendary heißt es jetzt Vapor Palace. Werden wir einen Jump sehen? Was ist deine Einschätzung? Ja, wenn ich es so einschätzen müsste, war glaube ich der Pietro, was Jams angeht, ein bisschen besser aufgestellt. Das heißt, ich glaube bei Legendary nicht an ein Jam. Ich bin mir sicher, wir werden es in wenigen Sekunden sehen. Oh, da lässt ein Schlüssel liegen. Ja, oh, und der Pietro nimmt die blöde Hitbox vom Rex mit. Ja, meine Einschätzung hat gestimmt, kein Jump. Und dann können wir doch bloß hoffen, dass hier wenigstens noch ein Jump kommt. Zumindest die Ungeraden hoffen es, denn die Geraden müssen jetzt auf 0 Jumps hoffen, dass sie wenigstens ihre Kanalpunkte wieder rausbekommen. Ja, jetzt beide offensichtlich im gleichen Level.
erscheint. Ja, habt nur, beide müssen jetzt einen anderen Ausgang nehmen. Ein Tod für Legendary. Noch einer. Aber das gibt Zeit für Pietro. Aber auch Pietro hat einen ganz frühen Tod mitgenommen. Bisschen günstiger als Legendarys erster Tod. Butterfial, ein Jump, ist ein Frame-Perfect-Jump. Und zwar, wenn man den Switch am Ende des Palace sozusagen berührt und da im richtigen Frame nochmal auf Sprung tippt, springt man davon nochmal ein Stück höher ab. Das ist ein Jump, einfach ein Special-Move, der den Runnern an sich nichts bringt, außer den Style ihn geschafft zu haben. Weiß ich zu, nur zu Showzwecken. Und dass wir irgendwas haben, worauf wir wetten. Und auch hier kein Jump. Ah, dafür gibt es für jeden die Kanalpunkte zurück. Aber die Zeichen stehen halt wirklich immer noch auf ein drittes Race. Und da haben wir natürlich nochmal die Chance, eine Abstimmung zu machen. Aber auch das muss ich Legendary erst noch hart erarbeiten, dass er hier dieses Match einfährt. Denn auch Pietro will hier schnellstmöglich zum Ende kommen. So, Skytree Zeit für Legendary. Ein Tod für Legendary, aber ein günstiger. Hat es nicht so viel Zeit gekostet? Ja, die zweite Hälfte im Skytree, die vergibt zum Glück sehr viel. Pietro im Jank Tower. Wird aber sicherlich auch fehlerfrei schaffen. Es sei denn, es folgt ein Wallclip. Ja, aber Panda, deswegen hat der gute Roti vorhin die Vorhersage angepasst und wir wetten nur auf Jams und nicht auf keine Jams. Deswegen die Vorhersage nur auf 1 und 3 und 2 und 4. Und nicht mal wie vorher auf gerade oder ungerade. Und da hat der Legendary die heiße Kartoffel ins Ziel gebracht. Und der Pietro startet in den Skytree. Ah, und springt schon wieder in die Mancha. Verlässt den Pietro jetzt eventuell doch die Konzentration? Hat er sich eventuell doch zu viel vorgenommen? Ja, das wird wahrscheinlich das dritte Match entscheiden. Denn meiner Meinung nach kann er es nicht aufholen, wenn Legendary hier die Leistung wie in seinem ersten Run zeigt. Dafür kann, wenn es ein drittes Race gibt, einen dritten Run gibt, bei Pietro die zweite Luft kommen, während Legendary plötzlich schon zwei Matches in den Knochen hat und erstmal mit dieser Situation klarkommen muss, da drei am Stück zu rennen. Also die Mimik von Pietro lässt schon vermuten, dass er da selber sehr unzufrieden ist.
Und der Legendary atmet tief durch. Ob er von seinem Vorsprung weiß? Ja, er sieht halt seinen Timer. Und der Timer sagt, dass er wirklich gut unterwegs ist. Und so mit Hinblick darauf, dass sie beide die gleiche BB haben, denke ich, könnte er es ahnen, dass er vorn liegt. Aber er weiß natürlich aus dem ersten Match, dass es ziemlich knapp war. Und muss damit ja auch vermuten, dass auch Pietro hier nochmal so eine starke Leistung abliefert. Blocks und Rocks war das, glaube ich. Genau. Kein Problem für den Legendary. Pietro in der Poké Desert. Und Legendary jetzt in Yoshi's Lair. Zufrieden. Macht super. Die erste Hälfte One Shot durch. Ich kann sagen, nickt er da zufrieden oder bangt er einfach mit zum Beat? Ist natürlich auch möglich. Vielleicht hat er auch ein bisschen Metal auf den Ohren und bangt zu seiner Hintergrundmusik. Aber man kann doch zu keiner Musik schöner bangen als zu Super Mario World Musik. Legendary geht in die Special World. Während Pietro noch mit Throwblocks hantiert. Hat ja, diesmal der Pietro nur mit einem kurzen Gruß an Legendary. Denn viel Zeit hat er hier nicht. Ist damit das Ducken gemeint auf dem One-Off-Block? Nein, der Gruß ist einfach nur das Darüberspringen. Wir haben das gestern mal erörtern können. Ich hatte es schon so richtig im Kopf. Legendary hat erzählt, dass er in seinem ersten Playthrough diesen Switch aktiviert hat und damit natürlich am Ende gestorben ist. Und seitdem hat er so ein bisschen posttraumatische Belastung, Störung und springt lieber drüber. Hat sozusagen ein bisschen Angst, den Switch wieder zu aktivieren. Und der Pietro hat es aufgenommen, um den Legendary zu grüßen. Das gibt auch nochmal Style-Punkte dafür, dass er keinen Fisch getötet hat am Ende. Herr Pietro. No. Legendary bisschen zu langsam da gewesen. Der Roti, das mit den Jams war unentschieden, 0-0. Also Kanalpunkte zurück, bitte. So, jetzt Shelljump. Legendary, aber passt. Knapper letzter Bounce auf den EB. Aber durch ist durch. Gestikuliert auch ein bisschen. Wusste, dass es knapp war. Aber wie du schon so sagst, durch ist durch.
Ja, Panda, das hatte ich gerade eben auch gedacht, wo ich das gesehen habe. Ja, mein Petro hat sich aber wieder den Arsch angesenkt, ja. Das sah auch recht knapp aus. Ja, die Surfing Boons für Legendary. Oh, und wir sind schon im Ziel. Da hat das Bild mal kurz gehangen. Und damit Legendary hier auf einer unwahrscheinlich guten Pace. Er hat die Chance, seine PB um eine ganze Minute zu unterbieten. Ah, und die gibt er her, aber die PB ist immer noch drin. PB ist immer noch drin. Aber es wird jetzt schon knapp. Ich glaube, jetzt muss er sich wirklich beeilen. Wobei, Quatsch, es war ja 22:30 Hertz, um noch gute Chancen die PB zu holen. Und zwar bis zu einer halben Minute. Und da schon beim Yoshi. Und Pedro. Und holt sich hier wirklich die PB von 31 Sekunden Verbesserung. Ein GG dafür. Ja, das Aufholen der PB von Pedro hat er Legendary nicht lange auf sich sitzen lassen und hämmert hier direkt eine neue PB raus. Da schickt Pedro ein Herz an den Gary. Und wie wir schon angekündigt haben, wir dürfen uns hier wirklich noch auf ein drittes Match freuen, auf einen dritten Run in diesem Match der beiden. Das ist nur die ganz große Frage, wie schön das Pedro findet, dass er jetzt auch noch ein fünftes Mal ran darf. Wie schon gesagt, es kann sein, dass bei Pedro dann die zweite Luft einsetzt, dass er sich dann wieder richtig gut konzentrieren kann nach diesem vierten Match. Und genauso gut kann es sein, dass Legendary jetzt erstmal damit umgehen muss, zwei Matches in den Knochen zu haben und ein drittes zu zeigen. Das heißt, wie immer ist alles drin. Und wir müssen uns überraschen lassen. Jetzt. Das spielt auf Sicherheit. Das sah auf jeden Fall interessant aus, aber er hat ja jetzt nichts mehr zu verlieren. Weil ich sagen muss, in meinem ersten Playthrough das genauso aussah mit diesem P-Switch. Oh, Pedro! Immer wieder faszinierend, wie dann die Musik auf einmal aufhören kann in so einem Hack. Ja, und wie gesagt, ein drittes Match, einen dritten Run von den beiden und denkt bitte auch daran, morgen schon um 15 Uhr
das Halbfinale der Vögel, der Blackbird gegen den Shellbird in Dreams. Und Sonntag um 19 Uhr das Viertelfinale, das letzte Viertelfinale von Beruga gegen Pyradante. Ja, da geht der Pietro an die frische Luft. Ja, auch ich werde mal das Fenster öffnen hier. Kleiner Raum, PC läuft, da wird irgendwann mal dicke Luft. Ja, das habe ich auch, Rudi. Und bei den Temperaturen draußen mache ich dann oftmals noch den 3D-Drucker an. Da wird es richtig schön warm, auch ohne Heizung. Ja, der Pietro noch nicht wieder da. Aber die Pause sei den beiden gegönnt. Genau, wenn man die Backofenheizung nimmt und dann noch eine Pizza rausschlagen kann dabei, ist natürlich die beste Konstellation. Ich würde aber sagen, es ist davon abhängig, was für eine Pizza es ist. Ja,
Für mich braucht es nur eine Pizza Salami sein. Da bin ich glücklich. Oder Spinat. Spinatpizza mit Lachs. Das Feinste. Und wer weiß, vielleicht hat es auch Pietro jetzt fix noch eine Pizza in den Backofen geschoben. Dick mit Käse belegt und ist deswegen jetzt erst wieder da. Bedeutet aber, er muss sich bei seinem nächsten Run sehr beeilen, nicht dass sie verbrennt. Pizza Ananas, das macht man doch nicht, Niki. Da dreht sich doch der Italiener im Grab um. Aber wir starten auf ein hoffentlich genauso spannendes Match wie in dem ersten Run heute der beiden. Zum Abschluss wäre das doch nochmal die Krönung. Bonsai Bier, du auch Pizza Hawaii. Ah, ihr ekelt euch auch vor gar nichts. Nein, natürlich jeder nach seinem Geschmack. Aber wenn man Pizza Hawaii isst, ob man davon Geschmack reden kann, bin ich mir unsicher. Pietro da schon beim ersten Tod. Aber auch der Legendary legt hier einen Tod nach. Und noch mal kurz vorm Ziel. Ja, der Pietro hier in Führung. Jetzt muss Pietro schon durch Take 5 kommen. Natürlich ohne die 5 Tode. Ja, ich denke, er würde sich mal einen Run ohne Tod Orkon zwischen den Deathblocks noch korrigieren. So kann man es auch machen. Wahnsinn. Ja, und hat er ein gutes halbes Level Vorsprung vor dem Legendary, der jetzt auch ins Ziel einrückt. Das heißt, der Pietro wird den Secret Exit höchstwahrscheinlich betreten, wenn Legendary Field of Dreams betritt. Da hat er ihn fehlerfrei geholt. Und das war auch wichtig. Und Jam. Kein Jam. Kein Jam. Jetzt wird die große Frage, läuft die Wette denn überhaupt schon? Die Wette läuft. Ja, wunderbar. Du hast nur noch wenig Zeit, wenn du hier noch rein punkten willst. Ich bin blank.
Und auch kein Jump vom Legendary. Ja, bei Pietro ist es mal zu verzeihen, denn ihm stecken halt schon so viele Matches in den Knochen. Ich denke, da fallen dann auch diese Tricks irgendwann schwer. Oder man legt keinen Wert mehr drauf, natürlich, weil es ja eben nur Show ist. Fehlerfrei von Pietro. Ja, die schafft er auch. Aber Legendary noch sehr dicht auf den Füßen, auf den Fersen, meine ich natürlich. Und geht es auch zu den Resnors. Batcave sieht auch sehr gut aus. Ja, dann nickt er auch voll zufrieden. Aber das hatte der Legendary ja vorhin auch schon gehabt, dass er da mehr oder minder durchgerannt ist. Ah, und da stirbt er schon am Muncher. Peter into the limit, schon das am ersten Mal Shell Jump gescheitert, am zweiten jetzt auch. Und der Legendary hier im Ziel. Bleibt also bei einem halben Level Unterschied. Ja, diesmal kommt der Pietro hier wunderschön durch, während der Legendary hier Probleme hat mit dem ersten Shelljump. Ja, da ist er einmal zu viel gelandet. Aber ein sehr günstiger Tod. Und da ist der Pietro durch, während Legendary jetzt am Checkpoint ist von Jurassic Park. Und Legendary macht ja genau den gleichen Fehler. Wahnsinn. Vielleicht war es doch Solidarität. Das war der Gruß an Pietro. Ja, genau. Und Pietro im Vapor Palace. Und die große Frage, werden wir einen Jump sehen oder nicht? Oder werden wir zwei? Hm,
würde ja fast voraussagen, wahrscheinlich keinen. Mein Tipp lag halt auf 2 und jetzt muss ich mein Vertrauen in beide stecken und wir sind kein von Pietro und Legendary mit der letzten Chance auf einen Jump. Aber der Pietro in den G-Spot zurück. Und auf den Weg nach oben. Und auch wieder kein Jump. Und da auch die Enttäuschung mit dem Kopfschütteln bei Legendary. Und alle dürfen sich mindestens drüber freuen, dass sie ihre Kanalpunkte zurückbekommen. Ja, und Pietro jetzt am Ende von G-Spot. Während der Geri einsteigt. Genau. Ja, auf in den Jank Tower. Und auch der lecke Geri wunderbar durch den G-Spot. Wird aber noch ein gutes Stück brauchen, bis er in den Jank Tower reinkommt. Da ist der Pietro schon fast im Ziel. Ja, und ich glaube, da hat der Legendary ein bisschen Zeit doch gut. Also gut gemacht. Da, zum Glück war das ein sehr früher Wallclip und auch an einer günstigen Stelle. Ja, und der Pietro, wenn es so weiterläuft, wird durch den Skytree durch sein, wenn der Legendary ihn betritt. Und genauso passiert es. Wahnsinn, das letzte Match des Abends wird nochmal so spannend. Denn beide auch wieder auf PB-Kurs. Aber der Legendary eintot. Und ein sehr ungünstiger noch dazu. Ich finde, man sieht bei Pietro ganz gut, wie er da voll fokussiert ist. Ja, rette es. Puh. Gut gesaved vom Pietro. Und Glück gehabt, dass die Bombe nicht in der Pfütze gelandet ist. Ja, die Elusive Numbers. Und Legendary jetzt in Hot Potato, und nachdem er nochmal kräftig durchgeatmet hatte. Tja, Pietro wirklich wunderschön durchgekommen und hat jetzt ein anderthalbes Level Vorsprung und Legendary mit einem so ungünstigen Tod. Damit kann er sich wahrscheinlich von seinem PB-Run verabschieden.
Der Pietro hier wirklich wunderschön durch den Poki-Desert. Ja, wirklich nimmt sich wunderschön. Dann die Zeit da zu warten, bis die Animation durch ist. Das gleiche jetzt bitte nochmal in Blocks on the Rocks. Aber das sieht ja bisher schon mal ganz gut aus. Aber der Pietro macht dann doch auf diesem letzten On-Off-Block immer noch ein kleines Kunststückchen. Ja, das hat er, glaube ich, vorhin ausgelassen. Weil er da hat er sich geduckt. Jetzt war es ein Spin-Jump. Da hat er sich geduckt. Okay. Aber dann vorhin nur ein kurzes Ducken, weil er wusste, dass er auf einer schlechten Zeit ist. Und jetzt ein bisschen mehr, weil er weiß, dass er hier wirklich richtig gut dabei ist. Dieser erste Teil wieder wunderschön. Diesmal tötet er ein paar Fische. Aber sichtlich erleichtert, dass er da auch fehlerfrei durchkam. Überleg dir mal, was das für eine Zeit ist, auf die er gerade ist. Mit 17 Minuten, also er ist ja jetzt auf Kurs, dass er mit 17 Minuten in die Special World kommt. Wahnsinn. Ach, das ist eine richtig gute Leistung. Ja, aber der Ball and Chain war ganz schön knapp. Aber diesmal war die Lava nicht so nah, als an der Röhre ist. Und alle Zeichen stehen halt schon wieder darauf, dass wir hier noch eine neue PB sehen. Was ist denn das für ein Kaizo-Freitag, wo wir drei neue PBs sehen? Potenziell. Wobei nicht nur drei, sondern auch vier, denn auch der Bruno hat ja vorhin eine neue PB gezeigt. Also das gab es so im Turnier auch noch nicht. Aber noch müssen wir es abwarten, ob der Pietro das hier auch konstant zu Ende spielt. Der hat gerade echt einen Lauf. Ah, und da ärgert er sich zurecht. Der Legendary ist auch mit der ersten Hälfte von Yoshi's Liar fertig. Wahnsinn, wie viel Spannung die beiden für sich hier reinbringen, auch wenn sie, also im ersten Run haben sie Spannung reingebracht, weil sie wirklich so Kopf an Kopf waren. Im zweiten Run hat der Legendary hier die Spannung reingebracht, indem er seine neue PB richtig gut verbessert hat. Und jetzt bringt der Pietro hier die Spannung rein, weil er auch auf PB-Kurs ist. Es ist wirklich Wahnsinn, was die heute für eine Show bieten. Und das sehe ich auch gerade im Chat, den Namen, der für diesen Abend so gut passt. Dieser Abend ist wirklich die Puppen-Arsenes.
So, Pedro, jetzt alle Shells mitnehmen. Überall richtig drauf landen. Ja, ich würde sagen, fehlerfrei war das. Das war Wahnsinn. Ey, was macht der hier mit uns? Damit würde er halt seine PB, der hat sie ja vorhin schon um, wie viel, um 29 Sekunden verbessert und würde, wenn das jetzt so läuft, na, sie nochmal um 2 Minuten verbessern. Da hätte er eine Gesamtverbesserung von 2,5 Minuten, aber muss sie einen Tod mitnehmen, deswegen wird es ein bisschen weniger ausfallen. Und Legendary scheitert am Rockstick. Und das musst du dir halt auf der Zunge zergehen lassen, ne? Die sind halt so nah am Cap, dass man sich halt bei den Verbesserungen eigentlich gar nicht mehr minutenweise verbessern kann. Und legt dann hier so ein Try hin. Wahnsinn. Damit hat er sich jetzt nochmal um 1 Minute 50 verbessert. Ja, Wahnsinn, das seht ihr, wie er das selbst feiert und nicht fassen kann. Heftig. INGG an den verdienten Sieg von Pito, während wir hier ein bisschen genervten Gary sehen, der gar nicht zufrieden ist mit seiner jetzigen Leistung. Und ich denke, er überlegt, das hier zu beenden. Hat er den Timer auch schon ausgestellt. Ja, Leute. Das war wirklich an Spannung nicht zu überbieten, dieser Abend. Jetzt geben wir den beiden noch 2-3 Minuten Zeit, sich ein bisschen zu sammeln. Und dann kommt ihr hierher zum Interview. Vergesst nicht, morgen 15 Uhr geht's los mit dem Halbfinale von Dreams. Blackbird gegen Shellbird. Und ja, wir haben's vorhin, also ich hab's vorhin gesagt, ne? Der Pedro in seinem 5. Run, ne? Da haut er halt nochmal einen raus. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, da ist er wirklich sehr gut durchmarschiert. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, das war wirklich ein Match. Hallo! Glück Hallo. Auf nochmal an dich, Pedro, und Glück auf, Gary. Ich bin sprachlos. Ja, Mann, das war der Run meines Lebens. Ich werde nie wieder eine bessere Zeit schaffen. Ja, der war richtig. Das war krass. Hätte noch der Skip funktioniert, hätte ich noch eine Sub 20 geschafft, glaube ich, oder? Also hat jetzt nicht mehr viel gefehlt. Oh Mann, bei Spaceballs. Ich hab's vorhin schon gesagt, ihr habt beide wirklich so abgeliefert. Also ein GG an euch beide. Ja, GG. Außer mit den Yams habt ihr euch ein bisschen lumpen lassen in den zweiten und dritten Race. Aber Wahnsinn. Ja. Also das erste Race wirklich so Kopf an Kopf, da habt ihr wirklich beide zur gleichen Zeit die Spannung hereingebracht. Im zweiten Race bringt der Gary hier die Spannung rein mit seiner neuen PB. Da habe ich schon gesagt, das lässt der Gary nicht auf sich sitzen, dass der Pedro hier mit der PB nachzieht. Und dann ließ es der Pedro auch nicht lange auf sich sitzen und macht hier im dritten Race nochmal so eine Verbesserung. Ja, ich weiß nicht. Du hattest dich ja vorhin gegen Bruno schon um 29 Sekunden verbessert und jetzt direkt nochmal um 1 Minute 50. Ja, das ist heftig. Wahnsinn. Also der Run war echt genial. Also besser wird es nicht mehr werden. Aber ich habe jetzt eh abgeschlossen mit Wikiworld 2. Es reicht jetzt. Genug.
Jetzt wird er von der SD-Karte gelöscht. Nee, der bleibt schon noch drauf. Auf dem Höhepunkt deiner Quicke wird zwei Karriere aufhören. Ja, eben. Sehe ich auch so, ja. Jetzt noch ein bisschen Baby-Kaiso üben und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Echt Wahnsinn. Ja, Pietwood, du haust ja immer den Gruß an den Gary raus in Blocks on the Rocks. Und das war... Das irgendwie verschwimmen gerade die Grenzen der Matches, aber ich glaube, jetzt im dritten Match hat der Gary auch einmal Grüße an dich rausgehauen, denn er hat dir genau den gleichen Tod nachgemacht bei den Rexes. Direkt nach dem Checkpoint ist auch er neben den Turnblock gesprungen. Das ist mir noch nie so passiert, glaube ich. Ganz komischer Tod, ja. Und direkt danach der Gary auch, also da ging auch nochmal die Grüße raus. Aber wirklich drei wunderschöne Races. Außer halt das letzte für Gary, da lief es jetzt wirklich nicht und ja, ich dachte mir schon, du wirst das wahrscheinlich jetzt aufgeben, weil ja, du sahst schon sehr unzufrieden aus mit deiner Leistung. Ja, an sich war der Run nicht so schlecht, aber er hat halt schon richtig schlecht begonnen, so von den, also ich hatte verdammt viel Glück in der ersten Welt, dass ich nicht gestorben bin und ich dachte mir die ganze Zeit nur, wie lang kann ich dieses Glück aufrechthalten? Welt 2 lief noch ganz gut und spätestens das Kaitri dann hat mir dann bewiesen, jetzt ist der Run halt over, jetzt geht halt gar nichts mehr. Und ja, deswegen habe ich auch gedacht, wenn er jetzt eine BB macht, dann ist over, ne? Und sonst kann ich ja nur weitermachen, aber wollen wir nicht noch unnötig in die Länge ziehen, dachte ich mir dann, wo ich das gesehen habe. Ja, das war jetzt ja auch ein Race. Ja, der Gizmo, der hat es schon gesagt, ob der Pietro hier nochmal Leistung zeigen kann im fünften Race, aber sagen wir mal, es ist wie wenn man eine Nacht durchmacht. Ne? Man kommt dann halt mal, wie es halt bei deinem zweiten Race hier gegen Gary war, kommt man so in die Phase, wo man einfach nur platt ist und genauso war es ja bei dir. Du hast dann auch viele Tote mitgenommen, aber wenn man dann darüber hinaus ist, dann kommt nochmal die zweite Luft und das hast du hier im fünften Race wirklich gezeigt. Da kam die zweite Luft, aber mit Gewalt und hier nochmal einen aufgetrumpft. Wahnsinnsding. Ab Welt 2 lief es echt einwandfrei, also echt krass. Das hätte ist ich halt nicht gedacht, hätte ich nicht gedacht. Eure jetzigen PBs, also die bei, gehen wir mal von der von 22:30 aus, das sind halt keine PBs, wo man nochmal solche Verbesserungssprünge erwartet. Na. Auf jeden aber irgendwie, Fall, ja. Irgendwie haben wir das im Turnier schon so oft gesehen. Na. Das sind halt eigentlich PBs, da erwartet man ja immer mal 10, 20 Sekunden, aber hier nochmal der Gary 30 Sekunden rausgeholt, du 1 Minute 50 nochmal rausgeholt. Wahnsinn. Also, Pietro, du, glaube ich, ja, heute 2 Minuten deine PB verbessert. Was will man mehr? Ja, ich bin mega happy. Also wirklich. Mein Ziel war eigentlich so, 2 Wins zu machen, also einzufahren. Also halt 2-1 verlieren oder so. Und jetzt habe ich wirklich beide gewonnen. Hätte ich im Leben nicht gedacht, weil ich dachte, Gary zieht mich auf jeden Fall ab. Und ja, bin mega happy auf jeden Fall. Mega krass. Bin richtig baff, weiß gar nicht, was ich sagen soll. GG, Gary. Geiles Race. Ich freue mich schon aufs VOD beim ersten Mal. Das war ja wirklich eng. Ich glaube 8 Sekunden oder so oder 6, ich weiß es nicht. Also sehr, sehr eng. Ich glaube 4 waren es im Race dann. 4 oder 6. Wahnsinn. Ja, 2 Sekunden, dann zählt sie als unentschieden, dann hätte man nochmal eins machen dürfen. Oh mein Gott. Ja. Zum Glück. Ja. Nicht. Und ich weiß, dass ich in Race 1 mich so oft ablenken habe lassen, ne? Und vor allem im letzten Rennen, im letzten Level, da habe ich den Shell Jump geschafft, aber den Notenblock verfehlt, weil ich links irgendwas aufblitzen habe sehen und ich dachte, du bist gerade fertig geworden, ne? Habe mich dadurch ablenken lassen, habe den Sprung nicht geschafft und ich denke mir die ganze Zeit, hätte ich dir einfach durchgezogen. Ja, wer weiß, wie das geendet hätte. Du warst noch in Führung im letzten Castle, oh mein Gott. Ja. Da waren die Nerven blank. Ja, da habe ich eben dann gar nicht mehr geschaut, weil ich habe dann gesehen, oh, das wird eng, das muss ich Gas geben, jetzt muss er Fehler machen, dann kann ich es noch schaffen. Ja, die habe ich auch noch gemacht. Ja, ich habe mich generell im ersten Race viel zu sehr ablenken lassen. Im zweiten habe ich mich dann wirklich versucht, richtig fokussieren. Deswegen war dann auch die Luft, glaube ich, raus am Ende. Ja,
Aber ich muss sagen, mir hilft es wirklich, wenn ich das noch nebenbei laufen lassen habe. Ich höre ja dann auch, wenn dann eben der Mo und der Gizmo dann kommentieren. Es beruhigt mich ein wenig. Die zarten Stimmen von euch. Das sind ja auch nette Worte. Ja, danke. Ja, erstmal gucken, wie es weitergeht. Ich habe gerade keinen Plan. Also morgen ist ja Viertelfinalspiel schon. Morgen Halbfinale. Nee, Halbfinale schon, stimmt. Die zwei Vögel, ja. Und wir müssen uns noch eintragen dann wegen Baby Kaiser. Ich denke mal, nächste Woche dann wird es dann losgehen, schätze ich. Das ist auch so ein Hack, genau. Den bekommt ihr nicht genug. Der Bruno muss, glaube ich, noch einmal Quickie World 2, oder? Und gegen der Phil, ja. Genau, die müssen noch mal. Ja, das können wir ja noch ein bisschen reingrinden im Baby-Kaiser. Ja. Ja. Mal sehen, vielleicht mache ich das gleich noch mal eine Runde oder so. Mal sehen. Ja, und da können wir doch den Zuschauern gerne empfehlen, wo ihr nach dem Stream hier hinschauen könnt. Natürlich werden wir bestimmt wieder Speedgaming raiden, aber werft ein zweites Auge auf den Pietro, wie er sich im Training von Baby Kaizo schlägt. Machst du noch ein bisschen weiter, Gary, heute, oder bist du erstmal fertig? Leider nicht, ich muss morgen relativ früh auf, deswegen war es das für mich heute. Ja, bin froh, wenn ich dann trainieren kann für PKW auf jeden Fall. Aber dann schaut auf jeden Fall an einem anderen Tag nochmal bei Gary vorbei, lasst ein Follow da und dann könnt ihr auch live dabei sein, wenn die beiden BKW trainieren. Und die können euch dann notfalls auch auf den Laufenden halten, wann das nächste Match der beiden startet. Oder ihr schaut es einfach bei uns bei Challenge nach. Ja, wie gesagt, ich gebe euch mal das erste letzte Wort, bevor wir dann enden. Du darfst, Gary. Ja, dann sage ich auf jeden Fall erstmal GG an den Pedro, ne? Wusste ja, dass er ein guter Runner ist. Bin gespannt jetzt auf den Tabellenstand, wie das ist. Das ist ja ziemlich ausgewogen dann in unserer Lucky Loser Gruppe. Da ist ja alles noch offen jetzt fürs PKW. Bin ich richtig gespannt. Ich danke für die Leute immer, ne, die wie immer so mitfiebern im Chat, irgendwie Liebe spreaden und irgendwie Unterstützung schicken. Und ja, danke auch an die Kommentatoren. Danke vor allem Bido, dass er sich auch die Zeit genommen hat, zwei Races in Folge zu machen, und dann die ganze Organisation, die das wie immer einwandfrei über die Bühne bringt. Ja, ich bedanke mich auch, Gabby. GG auch an dich, an die neue PB. Und an Bruno natürlich, hat ja auch noch eine neue PB geschafft. Ihr zwei, Mo, Gizmo und Blackbird noch natürlich. Und The Road Team und Bonsai Bier für die Technik. Der geile Chat, immer wieder am Eskalieren, sehr geil. Und ja, ich grüße noch alle, die mich kennen, meine Frau, meine Kinder. Ofen, falls er noch da ist. Und ja, fühlt euch alle gedrückt und bis bald. Habt noch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Ja, Pietro, an dich noch die Frage, bist du heute im Wario-Cosplay? Ja, ich habe den Chat entschieden, wie ich den Schnauzer anziehen soll. Ob ich den nach oben wie Wario oder ob ich den ganz normal tragen soll. Aber Wario hat gewonnen. Da hat heutzutage das Böse gewonnen. Mhm. Wario gewonnen gegen Mario. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wirklich wunderbare Races. Heute langer Abend, langer Kaiserabend, und das hat sich wirklich gelohnt zuzuschauen, und auch wenn wir heute nicht so viele wie sonst hatten an Zuschauern, kann ich bloß sagen, die nicht dabei waren, die haben wirklich einiges verpasst hier, wirklich Hammer-Matches, Wahnsinnsabend. Danke an die Racer, danke an den Chat für die coolen Unterhaltungen, auch teilweise abseits von Mario. Wie seid ihr so eingestellt, Pietro, Legendary? Wir hatten vorhin das Thema Ananas auf Pizza. Jetzt könnt ihr. geht gar nicht, meiner Meinung nach, aber jeder soll das essen, was er möchte. Aber ich finde, Ananas passt halt einfach nicht auf Pizza. Und ich glaube, das wird auch jeder Italiener auch sagen. Ich sag lieber Ananas auf der Pizza als keine Pizza, aber muss nicht sein. Ja, das stimmt. Aber es gibt auch Banane, habe ich schon mal gehört. Oh mein Gott. Doch. Ist ja noch schlimmer, glaube ich. Aber naja, jeder wie er mag. Ja, ich sag mal so, wir sind ja im Mario und das sind ja Italiener. Ne? Also,
sollte man dann auch auf die Ananaspizza verzichten, wenn man Hardcore-Fan ist, aber naja, jeden Geschmack, Geschmack über Geschmäcker lass sich streiten. Na, sagen wir mal so. Aber schön, dass wir es auch noch geklärt haben. Und dann haue ich noch einen Dank an den Gizmo raus, der hier auch noch kurzfristig eingesprungen ist zum Kommentieren. Ja, danke, Gizmo. Ich danke euch auch und wünsche euch einen schönen Abend. Danke auch an den Roti, der hier nicht nur das Setup macht, sondern auch die Votes hier mit immer mit reinhaut, nebenbei noch. Das ist, denke ich, auch nicht wenig Arbeit, die im Hintergrund da auf sich nehmen, was man leider zu wenig sieht. Ein paar Props an die Leute im Hintergrund, Bonsai und Roti. Super Job macht ihr immer. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ich hoffe, alle Anwesenden mindestens im Chat. Wir werden sehen. Freut euch auf morgen, 15 Uhr, die Birds Challenge. Und für heute noch einen schönen Abend. Bye bye, ciao. Ciao, ciao. Zusammen. Tschüss. Tschüss.